Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem Gegner aka LS Profi aka Justin. Moin Moin. Und jo, der Kollege hat wieder ein Problem. Erzähl uns einmal. Was für ein Problem? Du hast immer Probleme. Übrigens, der Typ, die Psychiatrie bei dir gerade eben angerufen, bei mir, der wollte fragen, ob ich einen gewissen Herr Chrissy kenne. Ich kenne keinen Chrissy. Ich aber. Oder Christoph. Halt die Klappe. Die wollten fragen, ob du auch fleißig deine Psychiatriepillen einnimmst. Die Baue. Machst du das? Sonst muss ich die anrufen, dann bist du abgeholt. Ich hol die auch gleich, aber mit was anderem. Ich ruf die an, kein Problem. Ui, das war ein bisschen zu schnell in der Kurve. Ja, bei dir die Psychiatrie, ha? Was? Ja, genau. Hier läuft. Guck mal hier gerade fleißig. Ich tu gerade Stroh aufsammeln. Immer noch ein bisschen ein mehr kaufen. Die kosten den Mann. Schon geil. So, Herr Kollege, brennt's ein bisschen was. Boah, Alter, ständig ich. Hau du es mal raus, Junge. Ich hab nichts mehr zu Hause haben. Du hast immer was zu labern. Passt einfach. Ja, wahrscheinlich. Und haben sie schon die neue Mitspieler? Also, nichts. Nein, ich will jetzt nicht spoilern. Alter, du bist auch einer, ey. Was denn? Ich darf ja nicht spoilern. Ja, du wolltest gerade schon wieder. Geil, es gibt einen Besen, Junge. Der größte Besen bist du. Was sagt der Schwamm, Alter? Die Klappe halt. So, hab mir einen Besen gekauft. Du kannst ja den Schwamm schon mal kaufen. Hallo? Ja, was gibt's? Bei dir? Ich bin gerade noch am Arbeiten. Du arbeitest. Mann. Was denn? Nix, vergessen's. Ich dachte, du bist eine Frau, warum sagst du ein Mann? Jetzt mal kurz, kein Spoiler, wie finden Sie das neue Mitglied, was wir reinbekommen haben? Ganz sympathisch. Sympathisch? Man kann sich nicht unterhalten. Wie stehen Sie zu dieser Person? Ganz nett. Ich kenne sie persönlich, deswegen kann ich sie beurteilen. Deswegen frage ich, wie Sie dazu stehen. Nein, ist ganz sympathisch, die Person. Das ist sympathisch, das weiß ich. Aha. Ich will mal wissen, wie du zu der aktuell zur Diverse stehst. Wie soll ich jetzt die Frage verstehen? Zu der Person, darf man Geschlecht nennen. Ich kann nichts dazu sagen, weil dann verrottet schon wieder alles. Einfach zu sagen, wie sie dazu stehen. Sind sie gut da? Oder nee. Haben Sie aktuell viel Kontakt mit ihr? Unter der Woche 5 Tage, ja. Mit dem. Kann man manchmal selber mit die Fresse halten. Nicht gehört, Leute.
Was denn? Nichts. Kurze Frage. Wie stehen Sie zu Drogen? Lassen Sie lieber die Finger davon. Haben Sie leider nicht so tolle Frage, aber hatten Sie schon mal Kontakt mit so euch, mit so einer Substanz? Na danke, mit sowas will ich ja nichts zu tun haben. Ich will ja mein Leben leben und nicht ruinieren. Das ist auch, das ist, finde ich, auch eine ehrliche Antwort. Ich wollte ja nur fragen, ob Sie vielleicht. Na, Gott sei Dank noch nicht. Und wir hoffen, dass es nie was wird. Wenn du das nämlich machst, fahre ich zu dir und schlag dich. Was? Ah ja. Nichts? Bah. Jetzt hab ich. Wie finden Sie, dass die Person, die hier neu kommt, raucht? Was? Wie finden Sie, ist das die Person, die hier drin ist, neu raucht? Nicht so gut. Habe ich aber schon persönlich immer gesagt, aber bringt nichts. Das Ding ist, wenn Leute anfangen zu rauchen, wird es umso schwerer, sie davon abzubringen. Aber wenn sie Leute es so gut finden, ich finde es ja persönlich nicht so toll, wenn die Leute rauchen, aber man kann es ja leider nicht ändern. Ich rauche in der Zeit Kaugummi-Zigaretten, so muss das. Ah ja. Komm mal. So. Sympathisch, aber wenn gar nichts rauchst. Ja. Ich darf doch Kaugummi rauchen, ich glaube, es hackt, Alter. dritte Folge ist es doch, oder? Jo. Mittwochsfolge. Die 63. Folge, gell? Ja. Die Zeit vergeht einfach zu schnell. Jetzt waren wir gerade erst in der ersten Folge, wo wir noch unseren Hof gekriegt haben. Hey. Was geht? Was? Was geht ab, Brudi? Was geht ab? Was der Profi macht, was? Was abgeht, hab ich arbeiten. Gesagt. Wow. Ja, Spatenstich. Was er klappt, Spaten? Ich hab Spatenstich gesagt, Junge, hörst du denn durch dich? Ich mach nicht meine die Tonne Ohren schmeißt aus dem Ohr, Alter. Ja, ich hab die gern. Ist doch so, Alter. Junge, hörst schlechter als sonst andere Leute, Alter. Du nuschelst. Hör, klar. Junge. Die sind schon ein bisschen verhakt. So, hast du den Ohrenschmalz rausgemacht. Gut so. Was machen sie eigentlich die ganze Zeit? Arbeit. Sie ganz an einem scheiß Hof rum, Alter. So ist es also. Was tun denn sie da? Ah, Slasher also. Gehst du weg von meinen Geräten, ha? Herr Kollege, haben sie nichts zu tun? Doch, ich habe immer was zu tun. Steigen Sie mal hier ein. Na. Heben Sie mal hoch. Herr Kollege? Ich muss arbeiten. Bleib stehen, Du Klappspaten, Alter. Scheiße, Mann, ich muss los, Bruder. Alter, jetzt bist du tot, Junge. Kleiner. Was ist denn, du Klappspaten? Kleiner Lappen, Alter. Komm her.
1 gegen 1, komm. Okay, komm. Alter, 1 vs 1 ist Vorteil, Spaß. Ah ja. Hey, so, jetzt muss ich wieder am Beep drunter drüber legen wegen dir. Hä, wegen Fortnite oder was? Ja. Wow. Guck mal meinen neuen Traktor an, meinen neuen Anhänger. Wo bist du denn, sie? Ich kann ihn gerade mal von der Straße weg. Ja, du bist so ein Klappspaten, Alter. Du bist ein Klappspaten. Hey, wer ist jetzt mitten bei der Dinger oder so? Ja. Oh, das hast du jetzt. Angepackt, sauber. So. Wenn man Anhänger anpackt. Sorry, Leute, aber ich weiß, was mit Chrissy immer los ist. Er hat ab und zu mal ein paar cholerische Anfälle. Du bist so ein Klappspaten. So, muss aber weiterarbeiten. Ich habe was zu tun im Gegensatz zu dir. Ah ja, wer läuft denn da auf meinen Hof rum und schädelt rum und weiß ich, was er tut alles. Ich glaub mal ordentlich machen, nicht so wie du immer. Hm, merk ich mal. Ich auch. Soll ich immer nur die Felder wie immer, Alter? Investier doch mal was, mein Junge. Ich investiere ständig und der Typ macht einfach gar nichts. Was wollen Sie von mir? Digga, was ist denn dein Plan für die Zukunft? Komm, hau raus. Ich sag gar nichts. Sag jetzt was. Na. Doch. Herr Kollege, sind Sie noch da? Nö. Reden Sie halt was? Nö. Sie sind so ein Anbeißiger. Wissen Nö. Sie das wirklich? Nö. Und Spotify können wir wieder nicht. Tun nur Werbung reinballern. Dir kann man auch nichts gönnen. Weil du unsere Leute auch nichts gönnst. Achso, ich gönne anderen nichts. Okay. No. Mann, wegen dir, Alter. Ich hatte vorhin den Satz gehört, alle, ich bin immer an allem schuld. Jetzt auf einmal höre ich das Wort wegen dir. Da passt ja irgendwie was nicht zusammen. Ist ja so. Mhm. Komischerweise behaupten sie, dass ich an allem schuld bin. Bist ja. Und warum sollten sie dann an allem schuld sein? Nerven Sie mich einfach nicht, okay, Herr Kollege? Ich erzähle Ihnen die Story nach der Aufnahmesession. Leute, ruft schon mal 110 an, der bedroht mich. Spaß. Ah ja, sagen Sie, Herr Kollege. Ja, ich bedrohe Sie nicht. Hm, merke ich gerade. Ich bedrohe Sie auch nicht. Ich hab nur was klargestellt. Herr Kollege, geht's Ihnen gut? Ja, natürlich. Sind Sie nichts mehr live? Boah, Alter, schaufel dir erstmal den Ohrenschmalz aus den Ohren. Ich habe vor, in der zweiten Folge sogar schon, oder hier am Anfang der Folge, habe ich was dazu gesagt. Ah jo, geht ja nicht. Sorry, ob ich vergessen, tut mir leid. Alzheimer lässt grüßen. Chrissy, minus 3 Jahre alt, hat schon Alzheimer.
Jo, so meine lieben Freunde, dann war's auch das schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Und jo, schreibt gerne in die Kommentare, was er so vorhat in die Folgen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.